Willkommen meine Freunde, ich bin Crippager und heute mit einer Folge von Aerotruck Simulator 2. Heute sind wir, ja, so wie ihr auf die rechte, linke Seite des Spiegels sehen könnt, wir fahren mit 4 Anhänger. Ja. Ich finde auch, muss ich ehrlich sagen, dass auf Multiplayer des Gigaliner nur Skandinavien fahren kann, richtig scheiße. Und ich glaube, ich bin nicht nur der Einzige, der so denkt. Aber naja, so ist es halt. Deswegen, mein Spiegelchen, mein Navichen. So, und einmal 209 Kilometer zu fahren. Wo fahren wir denn überhaupt? Das ist die nächste Frage. Wir fahren von Stuttgart nach Zürich. Und ich glaube, das sind 86 Tonnen, 88 Tonnen am Minden. Und wir fahren mit den MAN. So, na los geht's. Mal eine Frage, wie viel Geld bringt das? Nur 8000? Ujo. Das ist jetzt dieser Spaßfaktor, was man da habe jetzt. So, jetzt haben wir eine schöne Bogen. Mal rechts, links gucken. Und ab geht's. Alle sind durchgekommen. Wunderschön. Bin mal gespannt, wie schnell wir fahren werden. Jetzt kommt eine grüße Laterne. Oh, da haben wir noch einen LKW hinter uns. Hallo Kollege. Na? Du mit deinem Zweckanhänger hinter dir, du. Oh, Bekoch schafft es kaum noch. Jesus, Jesus. Der hätte jetzt ein kräftiges Scania gebraucht oder ein Volvo. Aber naja, so ist es halt. Ja, hopp, hopp. Wir haben auch noch eine schöne rote Hampel. Blinken nicht vergessen, sehr wichtig. Oh, guck, auch die Ampel meint es gut mit uns. Hallo? Sorry, ich habe einen dicken hinten. Das wird jetzt knapp. Ah, trotzdem durch. Wunderbar. Hier darf ich jetzt überhaupt nicht bremsen. Sorry, Kollege Inden. Blinker übrigens funktionieren bei alle Anhänger, was ich hinten dran habe. Aber ich weiß nicht, wieso ich jetzt nach links gegangen bin und naja, egal. Komm, zieh! Ich kann bald wieder aussteigen und selber schieben, du, das Ding. Komm schon. Ich weiß, du bist ein schwaches LKW, ich weiß. Aber leider bekam ich für den Auftrag kein Scania oder Volvo, richtig Power unter die Augen haben. Aber okay. So, mal am Fenster gucken. Schulterblick, sehr wichtig. Ah, kommt ein Auto. Komm, shut up jetzt. Da kommt noch einer. Jetzt gehe ich aber raus. Ey. So. Schaden, soweit ich weiß, aber noch keine kassiert. Jawohl. Auf LKW? What the fuck? Ja, der Motor tritt durch. Wegen des Gewichts hinten. Bestimmt. Das kann nicht anders sein. Ja, tschüsschen, Leute. Ich kann heute nicht schnell fahren. Geht's auch nicht. Aber ey, wir haben noch 185 Kilometer zu fahren. Hallo Kollege. Kollege, müssen wir schnell fahren, ja. Ah, kann ich gleich hier in der Mitte bleiben. Oh, langsam nimmt der Fahrt. Sind noch 63. Ja, nicht wundern wegen meiner Grafik, aber ja, ging gerade nicht besser. Aber bald wird es auch besser sein. Auch entsprechend, ja, so maximal 2 Monate, wenn wir dann auch mit der netten Kollege, Spielkameraden Zemurek auch täglich livestreamen. Also wir sind noch am rumdiskutieren, kann man ja auch nicht sagen, aber
Ja, mal gucken, wie wo was wird, aber es wird noch was Schönes kommen. Oh, Blinker setzen. An der Stelle ein schöner fetter Gruß an die Leute, die ständig im Test sind, also täglich und ja, kräftig mitspielen. Uah, uah. Ah, dann. Oh, ich hätte den fast mitgenommen. Auf jeden Fall fetten Dank und echt. Es macht mir jedes Mal Spaß, mit TeamSpeak reinzukommen und die schöne, geile, nette Leute mit denen zu unterhalten, zum Spielen allgemein. Das macht einfach viel, viel Spaß. Und einen fetten Dank noch auch an euch, der mich so supportet und mir immer noch mehr die Kraft gibt, noch weiterzumachen. Auch wenn ab und zu richtig am Zweifeln man ist. Ja, für was denn überhaupt man sowas macht und keine Ahnung was. Mir macht es einfach Spaß. Jetzt hing auch keiner mir meine Videos zu gucken oder sonst noch was. Es ist halt Geschmackssache. Ja, was blinke ich denn überhaupt? Hallo, geht's noch? Und ja, so wie man sieht, spiele ich auf der Tastatur. Ich habe kein Lenkrad. Das würde mein Leppi sowieso nicht schaffen. Ja, aber bald wird das jetzt. Wie gesagt, maximal 2 Monate sind wir mit neue Equipment am Start. Oh, jetzt muss ich blinken. Komm schnell, schnell, schnell. Und danke. Noch 134 Kilometer. Komm, hopp, hopp. Ah, der kann schon nicht ein bisschen schneller fahren. Oh, wir sind schon auf die 80. Mach mal Tempomat rein. Wir wollen ja nicht zu schnell fahren. Ah, da kommt gleich eine gerade Strecke. Sehr schön. Schön machst du das. Wow. Ich wollte es gerade sagen. Tempomat beim Berg runter, wenn du es von alleine bremst, nicht lenken. Es hat mich sowas von rausgeballert gerade. Jetzt haben wir viel Damage reingekriegt, viel Schaden. Oh, doch nicht. Mann, habe ich Glück gehabt, du. So, dann schauen wir, Alter, wie wir Schneckentempo vorankommen. Upsili. I'm sorry. Eins, zwei, drei, vier. Jawohl. Upsala, da gehe ich wieder rüber. Was ist da los? Ja, soll ich ein bisschen nicht so leid zum Fahren? So, da fahren wir jetzt wieder richtig. Ich werde besser. Ja, wir haben es bald geschafft. Nur 108 Kilometer. Ich bin froh, dass wir keinen Schaden reinbekommen haben. Wirklich froh. Tempomat werde ich jetzt nie mehr reinmachen. Es ist für den Arsch. Tue ich lieber meine Fingerquellen. Ich habe minus 21.861. Wie habe ich den reinbekommen, die Schaden? Also, das ist egal. Ist der Wurscht. Oh, der LKW kommt nicht zu Gänge. Kannst du mir etwas Anständiges geben? Bist du mal so nett, so lieb, so nett, was auch immer? Hey, Kollege! Hey, Kollege da vorne, brauchst du zwei? Da kann ich dir was abgeben. Dann brauchst du nicht leer fahren. Fauler Hund.
So, meine Freunde, das war's mit der Runde von Aerotruck Simulator 2. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Leute, Support ist kein Mord, ja. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.